Was kann ich wirklich tun, um zum Orgasmus zu kommen? Wie funktioniert das mit dem weiblichen und männlichen Orgasmus? Vaginaler oder klitoraler Orgasmus, was ist der Unterschied? Kann man den perfekten Orgasmus überhaupt trainieren? Und bin ich orgasmusfähig? Die Antworten auf all diese Fragen und warum deine Sexualität der Spiegel deines Lebens ist, erfährst du in der heutigen Folge. Pudel Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharawega. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deep als Deep Talk. Pudel Knockout. Herzlich willkommen zum Pudel Knockout Podcast. Du hörst die Stimme von Steffi und Lila und wir freuen uns wie immer unendlich und noch viel mehr und jedes Mal noch mehr, obwohl es gar nicht möglich ist, aber es ist jedes Mal noch mehr. Es wird immer mehr. Immer mehr, ja. Es wird für immer, immer mehr, ja. Dass du wieder bei uns bist heute und wir wieder unser Date zu dritt haben, unser heißes Date zu dritt, weil es wird heute wieder hot as hell. Ich habe heute eine wundervolle Aufgabe, ist gar keine Aufgabe, ist ein Geschenk, kann man sagen. Und zwar darf ich heute die wundervolle Frau gegenüber von mir interviewen. Oh. Wer ist so, das? Du. Ich? Du schönster Mensch auf Erden, weil heute, ich freue mich auch extrem, weil ich werde heute selber mitschreiben, habe ich mir gedacht. Ich werde heute auch meinen Blog, ich werde mich heute zurücklehnen. Ich werde einfach die Fragen dahin, die ich mir vorbereitet habe und dann werden wir voll dort reingehen und dann Steffelein, wirst du alles uns erzählen zum Thema. Ich fange schon zum Schwitzen an. Schwitz, Schwitz, Schwitz. Druck. Druck, Pressure, Under Pressure. Und du wirst uns alles erzählen zum Thema Orgasmus. Also ich werde euch alles erzählen, was ich weiß. Ja, ja, du weißt schon viel, auf jeden Fall. Wir werden uns beide voll in das Thema Orgasmus reinschmeißen. Ich habe mir auf jeden Fall super lustige und coole Fragen überlegt, so gespannt, die ich dir gar noch nie gestellt habe. Aha. Ganz sicher nicht. Und möchte einfach voll eintauchen. Ich bin urgespannt. Weil wir haben nach unserer Selbstbefriedigungsfolge ja zahlreiche Fragen zum Thema Orgasmus bekommen. Und deswegen haben wir uns ja auch heute dazu entschieden, dass wir das heute aufgreifen. Ja. Weil so viele Frauen da draußen noch mehr wissen wollen. Mhm. Und gut so. Gut Gott sei Dank. Gut so. Und wenn du bereit bist, dann will ich ein Oh yes. Oh yes. Baby. Perfekt, genau so. Und Let's ich würde sagen, wir starten gleich voll rein. Okay, ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich total, weil ich urgespannt bin, was du da jetzt alles fragst. Und ob ich natürlich auch so gescheite Antworten raushauen kann. Aber ich werde mich sehr bemühen und werde einfach aus meinem Nähkästchen plaudern, sozusagen. Du bist Dr. Sex einfach. Voll da. Verschluckt sie jetzt schon die Stimme. Voll. Nein, ich bin bereit und freue mich so, weil es sicher urlustig wird und urcool und also. Voll, und das ist so geil, weil ich schon so super schamlos bin, gell? Ja. Das ist so richtig geil, weil jetzt kann man noch immer mehr da eintauchen, weil jetzt kommen die Ohrenfragen halt auch. Du brauchst dich ja die richtigen Fragen auch aussprechen und so. Mal schauen wir, was noch passiert. Vielleicht verschluckt es mich dann auch mal kurz, aber in Wirklichkeit gehen wir es an. Ja, voll. Ich bin bereit. Ich hätte nämlich gerne die erste ganz persönliche Frage an dich. Ja. Und zwar. Was kommt denn jetzt, wenn du so lachst? Ich würde gerne wissen von dir. Ja. Wie, was glaubst du, wie viele Orgasmen hattest du schon in deinem Leben? Wir erinnern so uns zu, voll, ich weiß. Wir hatten ja schon diese wundervolle Folge mit den 8795 mal 6. Und darauf aufbauend wollte ich eigentlich mal wirklich wissen, was glaubst du, wie viele Orgasmen hattest du dann schon? Bist du wahnsinnig. Wie viel? Ja, wie das geht ist das? Nicht zählbar, Lila. Ich kann es nicht zählen. Also wenn ich weiß nicht, wann ich meinen ersten Orgasmus hatte. Mit meiner, beim Selbstbefriedigen, aber relativ früh. Und wenn ich nur allein von meiner Kindheit, Jugend da jetzt rechne an Orgasmen, das kann man nicht zählen, Lila. Da kann ich leider keine Zahl liefern. Es tut mir echt leid. Also zumindest müsste ich mich da mal hinsetzen und einmal mit dem Taschenrechner und einmal so reingehen. Aber I don't know. Weil ich komme ja auch prinzipiell nicht einmal, wenn ich mit welchen Sex habe. Also das ist auch eine meiner Fragen heute. Ja. Das hat da alles so funktioniert. Ja, also tut mir leid, ich kann keine Zahl nennen.
Vielleicht haben wir beim nächsten viele. Mal irgendwann einmal irgendwann einen Richtwert, aber ich habe mir schon gedacht, das ist verdammt viel Sand. Wir könnten so machen, 158.000 Mal Orgasmus gehabt oder so heißt dann die Folge. Die nächste Folge, 158.000 Mal und das war es noch nicht wahrscheinlich. Du hast gesagt, dein erster Orgasmus war relativ früh. Ja. Kannst du dich an den noch erinnern? Nein, also ich weiß nicht mehr, wann das war. Also das war ich glaube niemals. Ich habe da eh schon mal überlegt so ein bisschen. Es muss relativ früh gewesen sein, aber ich weiß nicht, ob das da schon Orgasmus war. Also ich habe ja wirklich sehr, sehr früh meine Sexualität entdeckt und mit Selbstbefriedigung und so Geschichten. Aber weiß nicht, wann da der richtige, bewusste erste Orgasmus war, kann ich leider nicht sagen. Mhm. Aber ich schätze mal relativ bald dann schon. Also wenn ich mich so zurückdenke, also ich... Mit 12, 13 war das ganz klar sicher schon, war ich schon orgasment. Aha, wirklich? Ja. Ja. Weißt du noch, wie du das erste Mal gekommen bist, wie das war? Na, leider nicht. Auch nicht. Wäre sehr interessant, aber ich kann mich so ein bisschen erinnern, also ich kann mich so ein bisschen, wenn ich da jetzt reingehe, schon so zurückerinnern, es hat sich da was verändert. Es ist dann noch ein bisschen ärger geworden und ich tippe mal, dass das dann schon der Orgasmus war, glaube ich. Aha. Also so irgendwie, aber da muss ich echt jung gewesen sein. Hast du gewusst, dass das ein Orgasmus ist? Also nein, das war mir alles, es ging da auch noch gar nicht so richtig um dieses Ding. Das hat sich auch, dass diese sexuellen Bilder und das Ganze haben sich da jetzt mit dem Älterwerden, also mit dem Jugendalter meine ich dann jetzt auch, ja, mit dem Älterwerden dazukommen. Ja. Davor war das einfach angenehm und spielerisch und gutes Gefühl und hat sich einfach gut angefühlt und hat gute Gefühle ausgelöst und diese Geschichte, um das ging es da. Und da dürfte es dann wahrscheinlich einmal doch ärger geworden sein und da, glaube ich, war dann so gefühlsmäßig so der erste Orgasmus. Dass dachte, das war gut. Ja, das war noch einmal noch ärger. Oh, was war das? Das dürfte was Leibendes sein. Da gibt es sicher noch mehr. Ja, das davon. Probieren wir mal. Multiple. Das ist ein Stichwort. Meine nächste Frage war nämlich, wir gehen ein bisschen persönlich rein und dann schauen wir einfach, wo wir hinkommen. Mhm. Wie oft hintereinander bist du schon mal gekommen? Boah, also der Michi und ich haben ja auch Hardcore-Sexzeiten hinter uns. Mhm. Also das waren ja, ich sage jetzt mal so, zwischen 18 und 25 war das noch einmal ein ganz anderes Level. Da waren wir ja auch experimentierfreudig auf Raves unterwegs und so Geschichten. Das war ja auch ein ganz anderes Thema mal. Aber ein anderes Leben noch und andere Ligen noch. Und dann sind wir ganz arg auch ins Ficken hineingekippt. Ja. Und da habe ich mehrere multiple Orgasmen. Und da war es sowieso klar, so 5, 6, 7, 8 Orgasmen pro Fick, sage ich jetzt einmal, war drinnen, absolut. Mhm. Aber ich brauche nicht immer so viele Orgasmen. Das sind eher so Versuche, sage ich jetzt einmal. Wie viel geht da noch? Wie hoch kommt man noch? Ja. Was passiert dann? Und irgendwie wird es dann auch, es ist unterschiedlich. Man kann nicht sagen, dass jeder Orgasmus dann weniger wird, aber er wird dann anders. Ja. Und der erste ist halt schon noch immer ganz eigener, gell, als die anderen weiteren. Die werden dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, sanfter vielleicht, gell? Anders, diese ganz Orge, ist halt der erste, meiner Meinung, für mich halt. Ja, ja. Also ich bin jetzt nicht auf der Suche nach ganz vielen Orgasmen. Ja. Ich brauche auch nicht immer so viele Orgasmen, aber ich sage jetzt mal, 2 ist schon mein Durchschnitt. Zwei ist der Durchschnitt? Ja. Mit Michi gemeinsam oder auch alleine? Also wenn ich dann alleine auch 2. Ja. Ja, immer 2. Ja. Immer 2, eigentlich. Immer 2. Ja, vielleicht manchmal 3, aber 2 auf alle Fälle, einer nie. In welchem Zeitraum? Ein paar Minuten. Ja, also wenn ich es mal halt schnell selber mache sozusagen, dann ist das in 10 Minuten 2, 3 Orgasmen. So circa, kann man sagen. Und mit Michi auch. Also der schaut ja da sowieso immer super auf mich. Und ich bin jetzt nicht so auf Orgasmus aus, das geht's auch gar nicht. Aber ich bin halt einfach extrem orgasmusfähig mittlerweile überhaupt. Das habe ich auch erst trainiert, da bin ich auch erst hingekommen. Das war ja auch nicht von Anfang an so. Es war ja auch nicht von Anfang an, dass der Michi mich zum Orgasmus gebracht hat und so Geschichten. Da haben wir jetzt hingearbeitet, gemeinsam sozusagen hintrainiert, hingeübt, hingespielt. Aber ich bin halt extrem orgasmusfähig und muss eher aufpassen, dass ich muss mir schön zurückhalten, weil ich komme dann auf ein Level ganz schnell mit Michi, dass ich schon aufpassen muss die ganze Zeit, dass ich nicht komme und ich will ja nicht immer gleich kommen. Mhm. Ich will ja das Kommen herauszögern, das macht mich ja noch viel geiler. Mhm. Ich liebe es ja, den Orgasmus hinauszuzögern, oft Stunden und dann erst die Entladung und das ist dann, da packst du es halt dann gar nicht, gell? Das ist dann halt Sternerl und alles, gell? Da kommst du dann in eine andere Sphäre. Und andere Geschichten waren wahrscheinlich halt nur dann gehen wir da mal rein, so richtig. Gerne. Weil die wunderschöne Frau, die da zuhört, will sicher auch ganz genau wissen, und das wäre auch eine meiner weiteren Fragen dann, aber ich möchte da noch mal wirklich ganz tief reingehen, wie kommt man denn dann dazu, weil du gesagt hast, du hast es trainiert. Was hat es denn dazu gebraucht, dass du jetzt so orgasmusfähig bist? Ja, viel. Also, ich meine, ich war
für mich selber mit meiner Selbstbefriedigung, das ist nochmal ein eigenes Thema, da habe ich mich, na, das braucht es auch dazu, da braucht man gar nicht so, da fängt es ja an. Na, da fängt es ja schon an. Muss ich gleich wieder revidieren. Es hat damit schon begonnen, dass all das, mein ganzes sich auseinandersetzen mit meiner Sexualität, mein Auseinandersetzen mit meinem Körper, die Neugier auf Sexualität, mich aufzumachen dafür, es zu wollen, all das gehört da hinein. Ich habe eine Bereitschaft für Sexualität, ich habe eine Bereitschaft für einen Orgasmus. Das ist ganz essentiell. Und das hat sich einfach auch im Laufe der Jahre, habe ich hingearbeitet, indem ich meinen Körper entdeckt habe, indem ich mich mit mir gespielt habe, indem mir das Spaß gemacht habe, indem ich neugierig war. So habe ich meinen Körper selbst entdeckt und habe halt immer mehr, so wie ich es vorher erzählt habe, bin dann immer auf höhere Stufen gekommen, wie dann den ersten Orgasmus, das erste das. Immer intensiver mich gespürt mit meinem Körper, was geht da, was passiert, wenn ich es ein bisschen rauszögere, was passiert, wenn ich 3-4 Mal hintereinander komme. Oder. Und habe sozusagen meinen Körper immer mehr kennengelernt. Ich habe die Orgasmusfähigkeit meines Körpers entdeckt. Ich habe die Sinnlichkeit meines Körpers entdeckt. Das gehört da alles da hinein. Und dann natürlich auch, also ich habe mit der Michi ist der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe, mit dem ich einen Orgasmus habe. Also das habe ich mit den Männern, den Burschen davor nicht gehabt, was aber auch nicht das Thema war. Ja. Also ich habe mich deswegen nicht unerfüllt gefühlt oder sonstiges. Also es war jetzt nicht für mich das oberste Ziel, wenn ich mit einem Freund, den ich hatte, in den ich da gerade verliebt war und wir dann das erste Mal oder die ersten Male miteinander schlafen und so Geschichten. Und ging es niemals darum, dass ich jetzt zum Orgasmus komme, sondern ging es um dieses Schmusen und Spüren und Liebhaben und Ausprobieren und keine Ahnung was natürlich, dass er kommt, das ist natürlich schon immer das Thema halt schon auch gewesen, gell? Aber für mich war das jetzt nicht so vorrangig, dass ich da zum Orgasmus komme. Das habe ich auch erst, man kommt ja auch erst mit Erwachsenwerden, mit Reifen, kommt man da auch erst immer weiter hin in das Ganze. Und mit Michi habe ich mich natürlich dann ganz, ganz, ganz intensiv, wirklich intensiv, weitergeübt und weiter trainiert und haben dann den Körper halt einfach noch weiter erkundet und mich noch mehr gelernt fallen zu lassen, zu vertrauen, mich hinzugeben. All das gehört hin, das war ja nicht von Haus aus da. Es ist ja, kam ja auch am Anfang ein Schamgefühl und weiß ich nicht, wenn ich da mit gespreizten Beinen vor ihm liege und der da meine Muschi das erste Mal komplett sieht, was denkt er sich und gefällt ihm das und keine Ahnung was und da ist man unsicher, da war ja noch nicht voll in dieser Hingebung und alles egal und nimm mich einfach, sondern da habe ich ganz viele Sachen im Kopf gehabt und viele Themen, die mich da einfach auch abgehalten haben und so Geschichten und das war auch, wie soll ich sagen, wir haben da wirklich auch, dass er mir den ersten Orgasmus geschenkt oder schenken konnte. Das war, da haben wir Monate, weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen, aber mindestens Monate hingeübt. Und immer, wir haben es nicht geschafft, das kann man jetzt noch ganz genau, der letzte Ötzel hat noch gefällt, dass ich drüber komme sozusagen über das Ganze. Aber da habe ich noch nicht ganz wahrscheinlich loslassen können oder noch nicht fallen lassen können. Oder dass irgendwas war halt einfach noch, dass ich diese komplette Entladung und diesen kompletten Kontrollverlust dann vor einem anderen sozusagen dann ganz zulass. Und da haben wir halt hingearbeitet, bis wir wirklich so diesen letzten Ötzel des Fliegens dann erreicht haben, gemeinsam. Mhm. Ja, aber es war halt ein Prozess und ein Üben und ein Probieren und was kann er machen und wie tun wir da und dann probiert da und ganz viel drüber sprechen. Ja. Ich habe alles offen kommuniziert von Anfang an mit Michi. Und da waren wir immer offen, der Michi und ich von Haus aus. Er ja genauso wie ich, wir sind ja da sehr ähnlich und das ist mir auch sehr wichtig. Es wurde über alles von Anfang an, so wie es ist, so haben wir es angesprochen. Und genauso auch beim Sex, wir reden darüber bis heute, wo drücken, wie machen, was tun, ganz leibend, ganz cool, ganz sexy auch, mit viel Dirty Talk drinnen und keine Ahnung was, also das muss nicht so sachlich da abgehandelt werden. Ja, Hackau, ja, genau. Nächstes Hackau. Ja. Also um das geht's eh nicht, aber es geht um eine offene, klare Kommunikation und die konnte ich aber nur deswegen so klar kommunizieren, weil ich ja davor schon meinen Körper entdeckt habe und kennengelernt habe und schon gewisse Dinge gewusst habe, was mir gefällt. Ich habe ja noch ganz viel Neues gelernt natürlich. Ist ja klar, bis heute. Und dann denke ich immer wieder noch Neues und ganz andere Sachen. Und der Michi und ich haben ganz oft Phasen in unserer Beziehung, wo wir wie frisch uns neu entdecken. Ganz, was taugt ihm jetzt vielleicht ganz anderes, was wir noch nie gemacht haben? Oder was taugt mir jetzt neue Techniken, Griffe, weiß ich nicht was, ja, Positionen, wurscht, ja. Also, das ist auch wichtig, glaube ich, immer neugierig zu bleiben in dem Ganzen. Aber viel trainiert. Und immer mehr einfach sich fallen zu lassen. Ja, genau. Im Ganzen, ne? Genau. Und in Wirklichkeit kannst du es ja dann nur, ich meine, das ist ja ein Zusammenspiel, wenn du immer mehr Vertrauen gewinnst zu dem Menschen, mit dem du dich fallen lassen kannst. Das ist für mich Grundvoraussetzung. Genau. Und das wäre eine Frage gewesen, weil die Grundvoraussetzung für den erfüllten Orgasmus ist genau das in ganz Wirklichkeit, genau. Ne? Kann man wirklich so sagen. Absolut. Also für mich definitiv ja. Und wenn ich auch hineingehe in die vielen Frauen, mit denen wir auch arbeiten und so weiter, geht's ganz stark ja auch immer um das Thema Vaginaheilung. Ja, nennt sich das Ganze, ja, fachlich sozusagen, ja, der Sexualtherapie. Und da geht's wirklich auch um Dinge, dass wir gewisse Verletzungen erlebt haben, dass wir über uns drüber gehen haben lassen, dass wir Grenzen überschreiten haben lassen oder sonstige Dinge. Ja. Ja.
Und da geht es wirklich darum, habe ich einen Partner, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich vertrauen kann, wo ich mich hingeben kann. Es ist eine ganz andere Ausgangslage als mit irgendwelchen fremden Männern, die ich nicht kenne, wo ich vielleicht meinen Körper selber noch gar nicht mich erlaubt habe, den zu entdecken, ihn komplett zu erforschen, wo ich selber noch nicht mich selbst gefunden habe. Und dann suche ich mir vielleicht immer wieder One-Night-Stands. Das macht natürlich was. Das macht auch was mit unserer Orgasmusfähigkeit. Urwichtig auch, was du sagst, weil ich habe mir nämlich früher immer gedacht, kommt mir jetzt gerade mit meinen One-Night-Stands-Geschichten, die ich ja dann doch oft hatte, dass ich habe irgendwann einmal aufgeschnappt damals, dass es Frauen gibt, die nicht zum Orgasmus kommen können. Ja. Dass es nicht möglich ist, einfach vom Körper her. Ja. Und nachdem ich das ja nie hatte dann auch damals, mit diesen fremden Männern, mit denen ich genau einmal gebumst habe und dann war es wieder vorbei. Das war ja keiner dabei, den du dich dann öfters so eine Sexgeschichte dann rennen hast lassen. Das war ich auch gar nicht, das konnte ich nicht. Aber ich habe immer mir gedacht, wahrscheinlich gehöre ich zu diesem minimalen Prozentanteil, die nicht kommen können. Also ist eh wurscht, so in die Richtung, und habe auch damals das abgedreht und habe Gott sei Dank herausgefunden, dass das natürlich anders ist, aber das war ja auch, da war ja auch mein Selbstbefriedigungsthema ein riesengroßes, weil ich ja dann erst angefangen habe, mich selber zu erforschen. Ja, genau. Da ist die Basis, davor hast dich aber so behandeln lassen in Wirklichkeit. Ja, und behandeln und Anführungsstriche meine ich jetzt. Aber man hat halt was gemacht, was man nicht ganz, ganz stimmig für einen ist. Und dann hast du dich aber selbst entdeckt und dann geht sich das ja gar nicht mehr aus. Hängt ja wieder zusammen, gell? Ja, genau. Und deswegen ist ja das so wichtig, wenn du dich dann fallen lassen kannst, dass dann kommt das ja eh. Ganz genau. Aber deswegen will ich es auch aufgreifen, weil wir so viele Frauen haben und so viele Anfragen auch, die meinen, ich komme nicht bei meinem Partner. Genau. Und eine Frage, die ich mir da notiert habe, die uns gestellt worden ist und die passt jetzt gut rein, ist es der falsche Partner, wenn ich nicht zum Orgasmus komme? Also ich will einmal ausholen. Ja, du hast was ganz Großes gesagt, dass ich sofort jetzt mal ganz wichtig revidieren möchte. Jede Frau ist orgasmusfähig. Ja, und das möchte ich unbedingt auch. Das ist mir mal ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Frau, die nicht orgasmusfähig ist. Keine Frau. Wir alle Frauen sind orgasmusfähig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig mal zu wissen. Alles andere ist Bullshit. Alles andere wird uns irgendwo eintrichtert. Man weiß doch eh noch was, das ist ja nach wie vor so. Die weibliche Sexualität macht nach wie vor ein bisschen Angst. Eine freisexuelle Frau, da geht es nicht darum, dass die lauter One-Night-Stands hat, sondern dass die bei sich angekommen ist und weiß, was sie will und weiß um ihre sexuelle Kraft, weil das ist ganz was Starkes. Ja. Die ist einfach auch eine selbstbewusste Frau. Die steht über den Dingen, die weiß, was sie will, die weiß, was da abgeht in ihr und so Geschichten. Und die macht auch gesellschaftlich noch viel Angst. Was wird noch oft antrat. Das geht noch immer so viel in dieses eine geile Frau. Die wird dann gleich so Schlampen abgestempelt oder solche Geschichten. Da kann man alles in das ein. Das geht dann auch in diese Hysterie. Ja. Es hat ja früher geheißen, Frauen, die erregt sind, hysterisch und keine Ahnung was. Das wurde ja komplett psychotherapeutisch, psychiatrisch antrat, ja. Und das spielt alles noch mit bitte in uns. Und wir Frauen haben auch, ich habe mir da was Wichtiges aufgeschrieben, das möchte ich jetzt gleich aufgreifen. Das passt so gut jetzt rein. Und zwar gibt es bitte eine Art Weltfrauenschmerz. Und zwar, der sitzt in unserem heiligen Raum, in unserer Vagina, in unserer Gebärmutter, Vulva, Intimbereich. Und das ist ein kollektiver Schmerz von Missbrauch, Unterdrückung aller möglichen Gefühle, Missachtung der eigenen Weiblichkeit, Vergewaltigungen, Kriege, Selbsthass. All das haben das Herz der Welt verschlossen und oft sagt es sogar nur unter Schmerz, dass sogar nur unter Schmerzen Sex möglich ist. Und da gibt's oft den Weltschmerz, der in uns Frauen drinnen steckt. Genetisch. Diese Verbundenheit, wir alle sind ja miteinander verbunden. Es ist ja nicht nur, dass wir da als einzeln sitzen, sondern auch systemisch hängen wir alle zusammen. Ja, absolut. Und auch das im großen Ganzen hat Auswirkungen auf uns Frauen, auf unsere Sexualität, auf unsere Lust, auf unsere Leidenschaft, auf unsere Sinnlichkeit, auf unsere Ekstase, auf unsere Orgasmusfähigkeit. Die schneiden uns da die ganze Zeit in Wirklichkeit mit hinein. Echt arg. Vor allem ist es ein ganz heftiges Wort. Weltfrauenschmerz. Ich meine, wieder zum Thema fallen lassen und diese ganzen Geschichten. Fehlt oft manches Mal sowas mit hinein, Lila. Genau. Wo man sich denkt, ich habe einen so tollen Partner und eigentlich liebt er mich und eigentlich passt alles und ich weiß nicht, warum ich nicht reinkomme. Und oft steckt vielleicht was Größeres dahinter, etwas, mit dem wir zusammenhängen, aber auch von dem dürfen wir uns lösen. Es gibt auch sehr viele Frauen, die einfach auch schon beim Sex ja irrsinnig viel Schmerzen haben. Ja. Wo es schon mal gar nicht so weit kommt, dass ich überhaupt mir nachdenke, warum komme ich nicht zum Orgasmus, sondern warum
jetzt ganz einfach ausgesprochen, warum kommt der nicht einmal eine? Ja, genau. In das Ganze. Ja, genau. Die sich dann schon so körperlich so verengen und verschließen. Ja, genau. Ja, ja. Weil der Körper noch zu ist, so wie du es schon sagst, sie ist ja gar nicht bereit. Ich meine, das ist ja Vaginismus und dieses ganze, ist ganz eigenes Thema. Absolut. Nein, ich meine wirklich auch von der psychischen Komponente. Ja, genau, um das geht's auch. Dass ich noch gar nicht so richtig bereit bin und offen bin, vielleicht mit diesem Mann Sex zu haben oder so. Ja, oder auch noch gar nicht die Zeit jetzt ist, weil der weibliche Körper braucht Zeit, um sich zu öffnen. Es macht unsere Seele auf, es macht unser Herz auf, es macht unser Körper auf, es macht unsere Muschi auf. Aber das braucht Zeit. Das geht nicht mit 3 Minuten Schmusen, 2 Mal auf die Muschi greifen, 3 Mal den Schwanz gewichst, 1 Mal geblasen und der Schwanz wird hineingesteckt. Ich sag's jetzt einmal so, wie es ist. Ja, absolut. Damit geht sich das nicht aus, dass der Körper der Frau, die Vagina, schon offen ist, schon bereit ist, schon aufnahmebereit ist. Und dann lassen wir auch einen geliebten Partner, den wir vielleicht lieben, zu früh in uns eindringen. Mhm. Der weiß das auch nicht, weil wir es nicht kommunizieren. Woher soll er es wissen? Wir wissen es oft auch nicht. Wir spüren einfach nur, es ist unangenehm, es tut mir weh teilweise, es zwickt, ich kann nicht in die Lust kommen. Es ist, ich hoffe eigentlich, dass das schneller vorbei ist, weil es eher unangenehm ist, die Geschichten. Ja, das spielt sehr oft die Zeit ein Faktor. Sehr oft, Lila. Mhm. Gar nicht die Psyche, sondern wirklich die Zeit. Der Körper ist noch gar nicht bereit. Sie ist noch nicht geil genug, sie ist noch nicht feucht genug. Auch Feuchtheit allein ist nicht ausreichend. Oft die Muschi wird schon sehr feucht, da ist sie aber trotzdem noch nicht bereit. Und das spürt die Frau selbst. Wir Frauen, es ist ganz wichtig. Ich habe das auch erst gelernt. Ich habe auch sicher den Michi oft viel zu früh eindringen lassen. Aber ich habe gelernt, auch in meinem eigenen weiteren Selbst, das ist ein lebenslanger Prozess. Ich finde mich ja immer weiter selbst und habe gelernt zu spüren, wann mein Zeitpunkt ist, wann mein Körper ihn aufnehmen will. Und mein Körper schreit das mit allem, was er nur zeigen und schreien und sagen kann. Oh, schön, was du sagst. Zeigt mir, wann ich will, dass er mich jetzt mit seinem Schwanz in meine Muschi rein darf. Und dann ist richtig geil und richtig schön und dann bin ich aufnahmebereit und alles. Aber davor würde ich noch nicht eine. Oft nicht mal noch mit dem Finger. Wirklich, und der Michi weiß das mittlerweile. Der ist da ganz feinfühlig. Der ist da wirklich der beste Liebhaber, der da alle Zeit gibt, der meinen Körper spürt, der mir den Raum gibt, der weiß, wenn das Signal ist. Ich sage ihm dann, jetzt ficken. Oft ficken wir gar nicht. 90% würde ich sagen, ist der Schwanz gar nicht drinnen. Sondern alles im Außen, im Streicheln, im Lecken, im Schmusen, im Verschwimmen miteinander. Und dann habe ich die ärgsten Orgasmen miteinander. Vom Spatzl eine, Spatzl ausse, das ist wunderschön, ich liebe es, mit ihm zu schlafen. Aber das ist nicht das, was mich dann im Endeffekt auf diese orge Geilheit bringt. Ficken tue ich dann gern mit ihm, wenn ich schon richtig geil bin. Dann ist das noch richtig, dann Schwanz rein, dann ficken und dann bringt es mich noch einmal aufs nächste Level. Aber da bin ich schon auf einem Orgenlevel, dass ich sage, jetzt will ich ihn drin haben. Und das für uns Frauen auch zu entdecken, wann ist mein Körper bereit? Wann bin ich bereit, ihn aufzunehmen? Auch den Mann, den ich liebe. Und da, wenn wir dann weiterdenken mit Männern, die wir gar nicht lieben, da darf ich hinspüren, ob ich das möchte, ob mein Körper das möchte, ob sich das für mich wirklich stimmig anfühlt oder ob ich vielleicht mit ihm schlafe, um vielleicht Liebe zu bekommen. Weil das ein Riesenthema bei uns Frauen ist. Es ist ein uralter Spruch, aber es steckt so viel Wahrheit drinnen. Männer geben Liebe, um Sex zu bekommen, Frauen geben Sex, um Liebe zu bekommen. Lass das einmal auf deiner Zunge zergehen. Das machen wir sehr oft, wir Frauen, dass wir etwas tun, weil wir geliebt werden wollen. Weil wir Nähe wollen, weil wir wollen eigentlich kuscheln zum Beispiel. Ich möchte einfach jetzt in den Arm genommen werden und gar nicht schlafen mit ihm. Aber das für uns zu entdecken, herauszufinden und auch zu lernen, zu kommunizieren, ist ein wichtiger Faktor, um zum Orgasmus zu kommen. Und da steckt ja das riesige, ganz große, wertvolle Thema drinnen, für die Frage, die wir uns alle stellen dürfen, was ist wirklich Sexualität für mich? Ja, genau. Weil ja, so wie genau. Du sagst, ja, auch nochmal, um kurz auszuholen zu dem Thema, dass ihr zwei jetzt schon wisst, wann du bereit bist zu empfangen. Ich sage es jetzt einfach auch ganz bewusst empfangen, weil das ist eine Empfangsbereitschaft, genau so meiner ist es. Meinung nach. Und da gehört ja ganz viel dazu, dass überhaupt das dorthin kommt und dass natürlich auch ein Paar so kommunikationsfähig und bereit ist, dass du als Frau sagst, und das haben sicher sehr viele da draußen nicht, hey, ich bin noch nicht bereit. Ja, genau. Wir tun jetzt nur weiter. Und leck mich und mal weiter. Ja, und sonstige Geschichten, das trauen sich die wenigsten Frauen, unter Anführungsstrichen, zu fordern. Viele Frauen haben das Gefühl, sie fordern dann was. Und da rutschen wir dann, glaube ich, schnell eben in dieses Geschichtel mit, das kehrt halt einfach so. Genau. Auch deswegen gibt's auch so viele komische Utopien, wie Orgasmen sind. Zum Beispiel auch eben das Thema, wo ich dachte damals mit meiner 24, orgasmusfähig, manche sind's einfach nicht. Ja, genau.
Punkt. Erste komplette Scheiß-Urban-Legend, die keinen interessiert, weil es einfach ein Blödsinn ist. Ja? Zweite Geschichte ist, Orgasmus geht nur, keine Ahnung, wenn ich da den Schwanz dann drin habe und dann ficken wir da durch. Ja. Und dann kommen aber so Statements von dir, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das jetzt wieder ansprechen, wo man einfach sitzt und sagt, ich möchte jetzt einfach mich nur berühren lassen. Ja, genau. Liebe Frauen, wir alle hier, wir drei, unser Körper ist das Heiligste, was wir haben. Und jedes Mal, wenn jemand in uns eindringt, wo wir es nicht wirklich wollen, ist das ein kleiner Schnitt in unserer Seele. Mhm. Und das darf uns Frauen ganz, ganz, ganz bewusst sein. Die Männer ticken ganz anders als wir. Komplett anders. Die Männer, es ist ja auch die Sexualität wurde hunderte Jahre von Männern erforscht. Ich weiß nicht, wann die erste Frau einmal als Sexualwissenschaftlerin überhaupt da Arbeit getan hat. Es waren immer nur die Männer und es geht immer um die männliche Sexualität und es geht immer um die männliche Geilheit und es geht immer darum, wie das aus Mannsicht funktioniert. Und man muss mal draufkommen für uns Frauen, dass wir ganz anders ticken. Bei uns geht's um Leidenschaft, um Sinnlichkeit, um Selbstliebe, um Liebe, um geliebt fühlen, um sich zu verbinden, zu verschmelzen, zu spüren, uns selbst zu spüren, auf nächste Ebene zu kommen, noch tiefer in die Liebe hineinzukommen, unseren Körper zu ehren, zum Wert zu schätzen. Da geht es ganz viel auch um Psychohygiene. All das gehört auch bei der Frauensexualität hinein. Und nicht Schwanz einstecken und bumsen. Das können die Männer super, das ist ganz was anderes. Für den Mann, der dringt ja in unsere Seele, in unseren Körper mit seinem Speer, mit seinem Schwanz in uns hinein. Das zeigt es eh schon von der ganzen Physik. Mhm. Physikalik, sozusagen, vom Körperlichen. Ja, vom Physischen. Ja, vom Physischen, danke. Ja, genau. Was sagen wir jetzt Physik? Wieder? Ja, aber ich hätte Physik angenommen, die Chemie. Danke. Anatomie halt irgendwie. Ja. Also da zeigt sich's ja schon, ja, dass ja der Mann den Schwanz draußen hat, die Vagina ist innen, ja, wie der Vulva, Vagina, Vulva ist das, was man außen sieht, die Schamlippen, die Vulvalippen bitte. Ja. Schamlippen sagen wir auch nicht mehr. Ja, die Vulvalippen, die Lustlippen im Außen sozusagen, Klitoris im Außen und innen die Vagina. Und der Mann dringt mit seinem Schwanz, mit seinem Speer, wenn man das als Bild hernehmen muss, in unseren Körper, auch in unsere Scheide, so wie das auch damals war, Schwert und Scheide, ja, Schwert in die Scheide hinein sozusagen. Und genauso ist das da und das macht mit uns ganz was anderes. Und das dürfen wir Frauen wirklich, 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 das ist ein ganz Herzensappell, einmal verstehen. Mhm. Dass wir mit uns sexuell ganz anders umgehen dürfen, als wir das alles da draußen gelernt haben und sehen und im Pornos sehen oder sonstiges. Weil die Pornindustrie, ich liebe Pornos, wissen wir eh schon mittlerweile, aber die forcieren das natürlich. Mhm. Also wenn du zu früh mit Pornos anfängst oder sonstige Dinge und dann nicht unterscheiden kannst und da vielleicht zu arg reinkippst und glaubst, das ist die Realität, weil da geht's, sag einmal, 99,99999% der Filmchen, die siehst, dass der Mann mit seinem Schwanz, sie darf ihm dreimal am Blasen, dann wird schon gefickt. Mhm. Und genau. Sie ist super geil, ja, alles ist super und leiwand und er ist der beste Ficker und dann tut sie auch noch squirten und spritzt dann auch noch ihr Lulu ab, ja. In die, ein anderes Thema. Einen ganzen Pool. Wobei, das passt auch da rein. Das squirten gehört da rein eigentlich, aber ja, das machen wir mal separat, glaube ich. Oder Auspass auf Lager. Tut der Kumpel vielleicht nochmal, schauen wir mal. Nein, aber. Ich finde es jetzt einfach nur mal wichtig, überhaupt das Thema. Deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema wieder, das Thema Sexualität einfach da auch einmal, dass es einen Stellenwert bekommt, dass es viel mehr ist, als was viele da draußen glauben. Dass es nicht um Ficken, Bumsen geht, sondern da geht es wirklich drum auch, und das ist auch unser Herzensarbeit immer wieder, als für sich selbst herauszufinden, was das überhaupt ist, Alter. Das ist einfach viel mehr, viel mehr. Ja. Und das entwickelt sich halt auch, die ganze Geschichte. Ja. Aber wie war die Frage? Entschuldigung, habe ich die jetzt überhaupt beantwortet? Ja, mehr als das. Sagst du mich noch einmal bitte kurz? Eine der Fragen, die noch offen ist, aber da wissen wir die Antwort eh, war, habe ich den falschen Partner, wenn ich zum Orgasmus komme? Ja, genau. Also das kann man natürlich pauschal nicht sagen, um das jetzt bitte konkret zu beantworten kurz, weil ich habe jetzt ein bisschen ausgeschweift. Ja, ja. Das kann man pauschal nicht sagen, weil das hat damit nichts zu tun. Man kann jetzt nicht da über den Podcast in diese Beziehung hineinschauen, ob das der falsche Partner ist, weil das zeigt sich dann noch in anderen Dingen. Aber der Gedanke dahin, ist es der falsche Partner, dass der Gedanke schon da ist, ist schon mal da. Also das sagt ja schon einmal was aus, dass ich mir das überhaupt denke. Aber es ist nicht er verantwortlich für den Orgasmus. Das ist unsere eigene Verantwortung. Und da ist jetzt wieder die Frage, da hätte ich jetzt gerne wissen, ob sie selbst
es schafft, zum Orgasmus zu kommen. Ja. Also ob sie bei der Selbstbefriedigung gut zum Orgasmus kommen kann und da so ihre Sinnlichkeit und so weiter gut entdecken und leben kann. Und ob das nur mit dem Partner nicht ist und wie das auch mit anderen Partnern war. Mhm. Also da vielleicht einmal ein bisschen hineinreflektieren in das Ganze. Voll, sehr cool. Eine weitere Frage, weil die gerade ganz gut reinpasst auch, die wir gestellt bekommen haben. Ob es irgendwelche Tipps und Tricks gibt, wie man zum Orgasmus kommt. Das ist eine ganz allgemeine Frage und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen detaillierter reingehen. Und zwar, was würdest du sagen? Wir gehen davon aus, man ist in einer Beziehung, es rennt alles gut, aber Orgasmus, sie ist noch nicht zum Orgasmus gekommen. Worauf sollte ich dann gleich an erster Stelle achten als Frau? Geht's drum, zum Orgasmus mit dem Partner? Mit dem Partner zu kommen, genau. Naja, das ist ja... Während dem Geschlechtsverkehr zu kommen einfach, ja. Ja, das muss man ein bisschen weiter ausholen wieder. Ja. Da ist ja wieder die Frage, weißt du selbst, wie du zum Orgasmus kommst? Das ist mal Punkt A. Das ist mal Grundvoraussetzung. Es kann niemand anderer wissen, was wir wollen und wie wir zum Orgasmus kommen können, wenn wir das selber noch gar nicht hinbekommen haben. Also für mich ist Grundvoraussetzung einmal... Hau dich voll rein und entdecke mal deine eigene wundervollste Orgasmusfähigkeit. So, wenn dir mal gegeben ist, jetzt gehen wir mal davon aus, ja, ich komme bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus, nur mit dem Partner nicht, noch nicht. Ja. Dann gilt es darum, mit dem Partner mal drüber zu sprechen. Ganz klar und offen und gar nicht, das ist ja nicht kein Vorwurf oder sonstiges oder nichts Schlechtes. Und da ist auch die Frage, wie ist sie vorher damit umgegangen? Hat sie ihm jetzt jahrelang einen Orgasmus vorgespielt und er glaubt, der ist sowieso der Oberstecher, der das immer hinbringt mit Schnipp, dreimal rein, raus und sie kommt, ich bin der Ärgste, geil. Stecher, ja. Also wenn er das so glaubt, dann muss man natürlich anders damit umgehen, weil man will ihn jetzt auch nicht verletzen, weil man hat da halt eine Zeit lang ein bisschen eine Maske aufgesetzt, dann würde ich das ein bisschen taktisch machen. Aber es geht definitiv ums drüber reden. Und es geht im nächsten Schritt darum, gemeinsam neugierig zu sein und auch, das ist auch ganz wichtig für den Partner, der darf auch sich aufmachen und ganz neugierig den Körper der Frau entdecken. Das ist ganz super. Das kann man sich gemeinsam wirklich mit voller Neugier und dann geht man gemeinsam und probiert aus. Das ist mal der erste Schritt ist selber entdecken und zweiter Schritt drüber reden. Es geht nicht um Knopfhalt drücken. Ja. Es geht nicht um Techniken. Ich habe keine spezielle Technik, mit der wir alle Frauen sofort zum Orgasmus kommen. Um das geht's auch gar nicht. Weil wir da ganz speziell sind. Keine Frau möchte eins zu eins wie die andere Frau ihre Muschi bearbeitet bekommen. Jeder hat ihre ganz, ganz, ganz eigene Drucktechnik, eigene Reibetechnik, die eigene Geschwindigkeit, Technik, Druck, Stärke, weniger, das ist ganz, ganz, ganz individuell. Und das darf jeder für sich selber herausfinden. Ich habe keinen Einserschmäh, den es da gibt. Und das ist das Wichtigste, warum ich die Frage auch stelle. Weil in Wirklichkeit geht es immer darum, wie der Ansatz ist bei dir selber. Ja, genau. In Wirklichkeit. Ist so wichtig. Weil die Frage war oft, was kann ich jetzt tun, damit ich mit ihm zum Orgasmus komme? So, ja. Go. Ja, super. Setz dich mit deiner Sexualität auseinander. Super. Mach dich auf dafür. Voll. Geh davon aus, dass du orgasmusfähig bist. Entdecke deinen Körper. Sei neugierig drauf. Ja. Mach dich auf. Versuch auch deinen Kopf loszulassen. Dieses ganze Denken in unserem blöden Frauenhirn, der scheut ja nicht. Oh, ja, wirklich, wir dürfen wirklich aufhören zu denken. Wie schaut mein Körper aus? Mach ich jetzt, sitze ich richtig? Muss ich jetzt noch ein Geschirrspüler ausräumen? Keine Ahnung. All das hält uns davon ab, zum Orgasmus zu kommen. Ja, genau. Wir müssen uns für den Sex aufmachen. Wir müssen Lust am Sex entwickeln. Es geht nicht nur um dieses schnell, schnell rein, raus. Wie nochmal gesagt, Sex auch zwischen Paar ist viel mehr als das. Und damit wir Frauen, so wie auch bei mir, ich brauche viel mehr als sein Schwanz drinnen. Das ist nett. Und dann sind wir auch wieder beim Thema vaginaler Klitoralorgasmus. Wäre die nächste Frage. Sehr gut, Stefanie. Wieder verbunden wie nur was. Da würde ich nämlich gern wirklich reingehen, weil da möchte ich einfach viel mehr auch selber wissen noch. Ja, also ich hole einmal aus. Also es ist ja, also die Klitoris, ja, die wir Frauen haben, dieses wundervolle, tolle Ding, was ja nicht nur ein kleiner Knopf ist, ein kleines Knöpfchen, was wir da unter unserer Klitoris vorhat, hervorlucken sehen, sondern wir wissen, es ist ein großer Schwellkörper, der sich in der Scheide innen, um die Scheide ja auch so legt. Also ich kann das jetzt leider da nicht zeigen. Ich wollte gerade sagen, weißt du, ja, du bist mir aufzeichnet, hast das erste Mal, wie ich doch Klientin war mit 24. Ich werde das Bild nie vergessen. Wir haben die Zeichnung noch, wir können die mal posten. Nur zur Erklärung, ja, die brauchen wir mal. Ja. Nur zur Erklärung, Steffi kann das wirklich wahnsinnig gut aufzeichnen. Ich kann überhaupt nicht zeichnen, muss man dazu sagen. Aber es ist die mega Erklärung jedes Mal, weil ich habe es einmal auch sehr viel mehr verstanden. Ja, alle verstehen es damit. 10 Jahren. Und das wäre sehr wichtig, dass wir das sogar posten. Ja, ich erkläre das jetzt. Ich erkläre das so und wir posten das dazu. Also es geht darum. Also wir alle Frauen kommen bitte klitoral. Das will ich jetzt einmal gleich betonen.
dass wenn Frauen, gewisse Frauen kommen können, auch kommen nur durch den Geschlechtsverkehr. Und da weiß man jetzt schon, das hat was Anatomisches. Nichts Physik, Anatomisch. Ja, was Physikalisches, Physik, oder? Physik und Physikalisch, nein, Anatomisch. Ja. Und das ist was Anatomisches. Also es geht darum, wichtig nochmal betont, wir alle Frauen kommen klitoral. Und wenn man sich jetzt bitte vor, ich versuche das jetzt zu erklären, Lila, du musst jetzt schauen, ob das jetzt verständlich ist, ja, was ich erkläre. Und wenn es darum geht, wenn man sich jetzt unsere Muschi vorstellt, oben ist die Klitoris. Unten, weiter unten ist der Scheideneingang. Die Länge zwischen Klitoris und Scheideneingang, die ist essentiell, ob Frauen rein durch Geschlechtsverkehr, Spatzerl eine, Spatzerl ausse, zum Orgasmus kommen können oder nicht. Weil, wenn der Abstand zwischen Klitoris und Scheideneingang kürzer ist, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Zentimeter, ja, das ist unterschiedlich, kann die Frau leichter vaginal zum Orgasmus, das ist aber ein Klitoralorgasmus, aber sie glaubt, sie kommt vaginal, weil durch den Zug dieses Rein-Raus des Penis wird ja nur die Klitoris innen stimuliert stärker und der Zug vorne durch dieses Rein raus, ist ein Zug vorne auf der Klitoris und das stimuliert sie klitoral, aber gefühlt wie vaginal, zum Orgasmus. Mhm. Und wenn das ein bisschen länger ist, so wie bei mir zum Beispiel, also zwischen Kitzler und Scheideneingang, ja, wenn das jetzt, weiß ich nicht, jetzt mal 3, 4 Zentimeter lang ist, ja, dieser Abstand, ja, wo da auch die Harnröhre dazwischen ist, ja, das ist eine ganze Geschichte zwischen den inneren Vulvalippen, ja, dieser Abstand meine ich, ja. Und wenn der ein bisschen größer ist, dann ist der Zug beim Rein-Raus zu gering oben auf der Klitoris. Und dann brauchen die Frauen einfach ganz normal zusätzlich klitorale Stimulation. Das ist ganz normal. Der Großteil der Frauen stimuliert sich außen oder der Mann oder wie auch immer. Oder wenn sie oben sitzt, dass sie am Bauch mitreibt zum Beispiel. Aber sie stimuliert sich klitoral mit. Und das geht auf allen Varianten. Du kannst einen Vibrator dazu nehmen, du kannst die Hand dazu nehmen, du kannst seine Hand dazu nehmen. Alles ist richtig, alles ist gut, was sich für dich gut anfühlt. Und es ist nicht der Orgasmus der Frau, die glaubt, rein vaginal zu kommen, ein besserer Orgasmus als der andere. Gar nicht. Es gibt auch keinen besseren oder schlechteren Orgasmus. Weiß ich nicht. Jeder Orgasmus ist der beste, der da ist. Ja, so wie er ist einfach. Mhm. Ja. Und auch sehr gesund, bitte, Orgasmus. Ja. Ja. Entladung und alles. Gell? Komplett. Das war jetzt auch geil. Also, war das verständlich? Man hat es komplett verstanden, ich bin komplett drin. Ich habe jetzt gerade dauernd das Gefühl, ich muss selber nachschauen, wie viele Zentimeter es bei mir sind. Das machen wir dann nur. Siehst du, das sind die Dinge, die habe ich auch nicht gewusst. Ja? Mhm. So haben wir es auch noch nicht so genau besprochen. Aber das macht vielen Frauen einen Druck. Ja. Dieses, ich komme nicht rein vaginal, ja, genau, zum Beispiel. Mhm, ganz genau. Und dann glaubt man, weil, weiß ich nicht, die Freundin erzählt es dann, dass sie, ich komme da immer locker, das ist für mich überhaupt kein Problem, aber die kommt auch klitoral. Mhm. Nun geht sich das einfach vom Zug, die hat einen stärkeren Zug beim Geschlechtsverkehr, ja, drauf auf den Kitzler, als wenn das ein bisschen länger ist. Nichts ist da, gar nichts. Magst du mir ein bisschen was noch, oder mir, zeigen? Magst du mir ein bisschen was zeigen und uns vielleicht auch noch ein bisschen was zum männlichen Orgasmus dazu erklären? Ja, gerne. Wie der dann funktioniert, weil das ist ja dann total unterschiedlich. Mhm. Davon gehe ich jetzt einmal aus und ich glaube, es ist super geil, wenn man das versteht, wie wir funktionieren, wir Frauen, und wie er funktioniert. Das ist essentiell, es ist eine mega Frage, Lila. Und ganz sicher viele Männer da draußen auch nicht wissen, wie sie funktionieren, umgekehrt. Das ist ganz essentiell. Und ich glaube, das macht es sehr viel leichter und ich spüre schon, super, dass... Deswegen hat das nicht funktioniert bis jetzt. Ja, das ist super. Weil ich möchte den Druck da auch rausnehmen. Mhm. Ich liebe diese Frage. Sehr gut, hau raus. Und zwar geht's da jetzt gleich einmal um die Orgasmuskurve, die einfach definitiv sowas von konträr zwischen Mann und Frau ist. Mhm. Also, wenn man sich das vorstellt, einfach ein Diagramm, ja, und eine Tabelle sozusagen, ja, man stellt sich den Mann vor, dann hat der Mann einen sexuellen Reiz, einen Impuls, einen Griff auf seine Eier, einen Blick auf süße Brüste, eine Muschi, einen Porno, einen Gedanken, keine Ahnung was, einen Geilheitsimpuls, ja, einen Lustimpuls, was auch immer das ist, eine Frau, die mit einer weißen Leggings da gerade von spazieren geht, ist egal, ja, beim Mann reicht. Gewisse kleine Dinge, auf das springt er einfach an. Das heißt, er ist in einer Geilheit drinnen. So, dann geht's beim Mann entweder, natürlich, er muss jetzt nicht sofort bumsen, wenn er einmal kurz geil ist, der kann sich auch ganz normal da benehmen, aber wenn es jetzt um Sex geht, man ist da schon dabei, geht dann die Geilheitskurve, die Orgasmuskurve, sag einmal, relativ steil, ja, also sehr steil, bergauf, bis zum Gipfel des Orgasmus. Da gibt's keinen Einbruch oder sonstiges. Das heißt, der ist erregt, dann geht die Geilheit weiter, dann ist er am Gipfel, spritzt ab, kommt zum Orgasmus, batsch, ist sofort ganz unten, auf Ebbe, ja, und erledigt ist. Ja, so ist beim Mann. Bei der Frau
Ich sag mal schon mal, was ist denn da ein Geilheitsimpuls? Fangen Sie mal bei uns schon an. Bringen wir mal an. Dann müssen wir mal erst einmal suchen. Ja. Schauen wir mal, was da gibt. Dann müssen wir schon ein bisschen mehr anstrengen. Ja. Also, heute nehme ich mir da die weiße Leggings reicht nicht. Also, manchmal weiß schon nicht. Nein, die machen nur Spaß. Ja. Du hast letztens drüber gesprochen, über die weiße Leggings. Die reicht sicher nicht. Kommt drauf an, wer drinnen steckt, glaube ich. Ja, mir. Das schon, ja, aber. Ja, okay. Ja, okay. Weiße Leggings ohne Unterhose drunter, fast durchsichtig, ganz knackiger Körper, ich weiß nicht, ja, also, wo sich da der Camel da abzeichnet, also, na. Lila, ob das nicht reicht. Da steige ich aus. Da geht die Kurve ganz nach unten. Minus 1000. Nein, also wir gehen jetzt ernsthaft rein. Also bei uns Frauen gibt es natürlich auch ein Gedanken, ein Gefühl, wir wollen Sex haben oder der Mann will oder keine Ahnung was, ja. Gut, dann geht einmal unser Kurvel so ein Millimeter hoch, dann kommt der Einfall, oh, der Geschirrspüler, dann kommt wieder ein Millimeter hoch. Ah, ich weiß nicht, ob ich überhaupt will heute, vielleicht sollte ich lieber, nein, ich hätte eigentlich lieber mal jetzt die Serie anschauen, als da jetzt Sex haben und keine Ahnung was, wieder runter und dann wieder rauf. Also es geht wirklich, zack, hier rauf, wieder 3 Zentimeter rauf, 1 Zentimeter rauf, die Geilheitskurve, 4 Zentimeter runter. Mhm. Wieder ein Stückerl rauf, dann einmal 3, im Kreis, im Knoten, da, wir sind wieder ganz draußen, bei Punkt 0 wieder anzufangen, denken uns, ich glaube, ich komme halt gar nicht rein. Das wird halt gar nichts. Ich werde überhaupt nicht geil. Lassen wir es gleich. Oder schauen wir, dass er schnell fertig wird. Ja, ja. So, es geht auch schnell. Ja, ich spiele meinen Orgasmus vor. Keine Ahnung was. Alles klar, geht dann alles. Ja, genau. Super. Ich nehme das hin. Also, das sind dann all die Gedanken, die in uns Frauenköpfen die ganze Zeit abgehen. Und wir sind nicht mal erst schon fast am Gipfel. Will ich nur sagen, parallel. Ja, und wir sind noch immer da auf Punkt 1. Ja, und kämpfen uns noch immer rum, ob wir jetzt überhaupt wollen oder nicht. Ja, das ist noch immer nicht ganz klar, ob das jetzt überhaupt das ist, was wir wollen. Oder ob man nicht doch lieber Fernsehen schon Geschirrspüler ausräumen gehen oder die Kinder von der Schule abholen. Keine Ahnung was. Alles andere fällt uns einfach ein, die ganze Zeit. Ja. Und bis wir Frauen aber mal in der Erregung so auf ein gutes Level kommen, dass sich beginnt, unser Kopf abzuschalten, brauchen wir Zeit. Und ich sage da was bei mir, ich brauche mindestens 15, 20, 30 Minuten, um da hinzukommen auf diese richtig geile Level. Auch mein, eine Frage von mir. Wo der Kopf aus ist. Ja, das ist nämlich auch immer interessant, wie lange das dann wirklich dauert. Das dauert schon ein bisschen. Ja. Also ich bin manchmal so mit Pornounternehmen und so Geschichten, komme ich ein bisschen schneller rein, aber ich brauche, na, 15, 20, 30 Minuten brauche ich, um wirklich richtig geil zu sein. Und dann fängt es aber erst bei uns an. Und da hören die alle schon auf. Da ist schon erledigt. Und da bin ich aber als Frau erst in ein geiles Level, wo ich mir denke, huhu, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt können wir alles machen. Was gehen wir jetzt an? Was reißen wir jetzt an? Wie lange ficken wir? Was machen wir versaut das? Wo gehen wir rein? Da bin ich aber da erst. Ja. Da habe ich mich eine halbe Stunde fast, oder weiß ich nicht, zumindest eine Viertelstunde, 20 Minuten hinarbeiten müssen. Mhm. Mich zwingen müssen, dass ich da jetzt weiterbleibe, dass ich wieder reingehe, dass ich mich noch in die Geilheit rein tue. Da muss ich mitmachen. Ja. Sonst steige ich immer aus. Ja. Steige die ganze Zeit aus und komme nicht rein. Ja, und dann habe ich es. Und dann geht's bei der Frau weiter. Geiler, 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 geiler. Und dann kannst du mal Sachen machen, kannst es rauszögern. Dann kommt sie auf die Spitze und dann wieder ein bisschen runter, ein bisschen zurück von der Energie, von der Dynamik, von der Intensität des Streichelns, keine Ahnung was. Und da immer weiter sich spielen da oben. Aber das geht erst, wenn du da bist. Mhm. Und dann, wenn wir sagen, die Frau hat dann den Orgasmus, der flaut ja auch viel langsamer ab. Wir ziehen ja dann noch viel mehr nach, wir dunkeln noch nach, der geht auch viel länger, beim Mann ist das zack, ja, sage ich jetzt einmal, bei der Frau kann das dauern, vor allem, wenn du das mehr rauszögerst und dann länger und so weiter, dann kannst du ja wirklich, da brauche ich auf Minuten, ich orgasme noch Minuten, ja. Das ist wirklich, das sage ich oft noch, noch immer, und sage, warte, ich bin noch immer nicht, das ist noch immer nicht aus, noch immer nicht aus, das ist schon, weiß ich nicht, gefühlt 3 Minuten, bin noch immer im Orgasmus drinnen in dem Ganzen, aber da komme ich erst dahin. So, jetzt ist die große Frage. Ja. Wie machen wir männliche und weibliche Lustkurven, dass wir da zueinander finden? Reden. Ah, da waren wir wieder beim Reden. Ja, anders geht's nicht, gell? Nur. Natürlich. Und was gibt's denn Geileres, als mit dem Partner über Sex zu reden? Voll. Das ist ja der Anheizer Nummer 1 für mich und mich. Dass wir über so Bumsen reden. Da sind wir schon beide ganz spitz, weil wir schon drüber gesprochen haben. Das ist der beste Vorspiel. Tauschst du ein und tauschst dich aus und was gefällt dir und was gefällt mir? Und können wir mal das ausprobieren und gehen mal da rein. Ich hätte gerne, dass du ein bisschen fester, ich habe eine neue Technik jetzt gesehen im Porno, der hat die Muschel so genommen. Kannst du das auch mal bei mir genau so nehmen und so tun? Ja. Dann so reden wir. Ja, genau. Und der dreht schon durch. Und kann gar nicht mehr warten, dass er endlich das ausprobieren kann, das so zu nehmen. Und die Zentimeter messen kann da unten. Alles. Ja, voll. Das macht ja alles aus. Ja, es geht ja um dieses ganze Spiel. Ja, genau. Der Sex ist für mich nicht nur, wir gehen Hand in Hand ins Schlafzimmer, drehen das Licht ab, ziehen uns aus, am besten jeder selber, gehen unter die Decke, schmusen kurz, streicheln uns kurz, spazieren eine, fertig, drehen uns rüber und schlafen. Das ist ja für mich kein Sex. Mhm. Darf auch sein. Ja. Aber Sex ist für mich das ganze Spiel drumherum. Genau. Die Geilheit, die Gedanken da einzutauchen, sich vollkommen in, weiß ich nicht, in diese Welt hineinzutauchen. Und das alleine und noch viel geiler mit meinem Partner gemeinsam. Weil das zu zweit halt natürlich komplett
Banane und crazy und irre und du dich da aufs ärgste, geile, verrückte Sexlevel hinarbeiten kannst gemeinsam. Sexualität ausleben. Na, zu zweit. Alter, urstark. Gibt nichts Besseres. Wirklich. Es ist unser geilstes Hobby, was der Michi und ich gemeinsam haben. Und da gehen komplett. Wir immer tiefer ein und probieren Sachen aus. Und wie gesagt, darüber reden ist das Allerschönste und Lustigste und Geilste. Und man muss halt, wenn man das nicht gelernt hat oder nicht kann, dann darf man das lernen. Dann muss man mal über diese Hürde drüber springen. Das ist natürlich am Anfang eine Herausforderung, wenn ich das nie gemacht habe und mit meinem Partner vielleicht zusammen bin und nie etwas geäußert hat, einem meiner Bedürfnisse ausgesprochen habe und das zum ersten Mal mache und der vielleicht auch ganz blöd reagiert und blöd schaut und sich vielleicht dann fühlt wie ein schlechter Liebhaber. Da muss man hinarbeiten als Paar. Beziehungsarbeit. Da gilt es hinzukommen, immer mehr Stück für Stück auszuhalten, weiterzugehen, drüber reden. Und immer besser wird's. Und die meisten Männer stehen eh da drauf. Na, wenn komplett. Die Frau sagt, Herr Schatzi, ich würde gerne mal das ausprobieren oder magst du mal bei meinem Muschi das einmal machen? Na, die wenigsten Männer sagen da nein. Du, ja. Sorry, aber heute habe ich keine Zeit. Du. Also mit dem Plätzchen brauchen wir jetzt aber nicht kommen. Das ist eine scheiß Idee. Licht aus, unter die Decke, Spatzleine, das muss reichen. Also das sind die wenigsten Männer, die freuen sich da drauf. Die sind da offen, die wollen das. Ja. Und abgesehen davon möchte ich ja bitte, da sind wir wieder bei einer echten, authentischen Liebesbeziehung, möchte ich doch mit meinem Partner über alles reden können. Absolut. Und was, wen betrifft es denn am meisten als mich und ihm, unsere Sexualität, bitte? So ist es, absolut. Das ist ja unser Thema, das ist ja genauso wie über unsere Zukunft, über unser Haus oder das oder das oder was machen wir mit unserem Geld, was machen wir mit unserem Kind, was machen wir mit das, müssen wir genauso über unsere Sexsachen reden. Wollen wir uns eine gemeinsame Couch kaufen, machen wir jetzt das, wechseln wir das aus, kaufen wir ein neues Auto, das gehört alles beziehungsmäßig und besprochen. Meiner Meinung nach ist das essentiell, gerade auch dieses Thema zu besprechen, weil du ja auch vorher so schön angesprochen hast, dass es da um die Seele geht. Ich meine, wir müssen, das geht ja gar nicht anders. Mhm. Egal ob Couch, Auto oder sonst irgendwas, ganz da geht es wirklich darum, was tut unserer Seele auch in ganz dem Ganzen wiederum beiden ganz gut. Und das ist ja wohl nichts Schöneres, als wenn man sich da austauschen kann und dann weiter wachsen kann an dem Thema. Ganz auch. Genau. Unbedingt sogar. Ja. Mega. Mhm. Und ich finde es so geil, was du alles rausgehaut hast, jetzt schon allein an diesen ganzen, ich bin ja gespannt über die ganzen, wir haben schon wieder 45 Minuten, na, zwei. Was passiert hier? Wir schauen dann immer kurz nach rechts. Ja. Für mich waren das so, was? 20, hätte ich gesagt. Ich finde auf jeden Fall alles, was da auch rauskommt, ich spüre schon die Aha-Momente da draußen. Weil es so wichtig ist, dass das Thema Orgasmus einen ganz anderen Standpunkt auch deswegen bekommt, weil da Dinge heute gefallen sind schon allein, wo es nicht darum geht, dass ich mal, keine Ahnung, siebenmal die Muschi reibe und dann komme ich zum Orgasmus, sondern da geht es um bereit dafür sein, empfangen. Da geht es um aufmachen, da geht es um Selbstliebe ganz viel. Und wer, ganz ehrlich, Steffelein, in der heutigen Zeit mit dieser ganzen scheiß Pornoindustrie, die alle die ärgsten Bilder von uns vermitteln auch, denkt sich daheim noch, es geht um sowas und nicht nur um diese ganze Bumserei. Weil wenn ich dann auch Pornos sehe und ich schaue mir das genauso gerne an und das geht es nicht, aber dann schaue ich mir genau die Pornos an, wo die Frau denn ihren Spaß hat. Ganz genau. Authentischen Spaß. Ganz genau. Und wo es ihr taugt und wo es nicht gevögelt wird und sie geht auf und man sieht in ihrem ganzen Gesicht schon, es ist nur Fake. Mhm. Das ist beschissen. Mhm. Und deswegen will ich auch, dass da einfach viel mehr, einfach wie es wirklich ist, eine kommt. Bullnocker der Ehrlichkeit. Und nicht und auch, es ist so wichtig, finde ich, weil es so viele gibt, die einfach so Schiss haben, dass sie nicht mehr kommen können und dass der Orgasmus gar nicht existiert und so weiter. Diese ganzen Utopien einfach, es ist einfach alles ein Schaß. Komplett. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das besprechen. Unbedingt. Was ich aber trotzdem noch wissen will. Wie soll ich das am besten sagen? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich habe mir auch so überlegt, wenn wir beim Selbstbefriedigungspodcast auch irgendwie so ein kleines so eine Libido-Boost-Challenge gestartet. Ja. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ich zu Hause mit mir selber am besten den Orgasmus mit meinem Partner schon trainieren kann, was würdest du jetzt mitgeben? Also, Trainingsprogramm Orgasmus los. Ich würde ganz was Wichtiges mitgeben. Ja, genau. Und zwar, hau raus. Erlaube dir einen Orgasmus. Mhm. Geil. Da fängt es nämlich an, wieder. Geil. Da steckt so viel für mich drinnen, nämlich, weil da geht es darum, dir die Lebendigkeit zu erlauben, die Sinnlichkeit, die Ekstase. Es geht dann darum, im Körper anzukommen, ihn wohlzufühlen, ihn anzunehmen. Es geht darum, dran zu glauben, das ist so wichtig, dass du orgasmusfähig bist,
Der Weg zum Orgasmus ist leicht. Sag dir immer wieder, ich bin orgasmusfähig. Ich habe einen wunderbaren Körper, der ganz genau weiß, wie er funktioniert. Ich habe eine wunderbare Klitoris, eine wunderbare Muschi. Ich liebe meine Muschi. Mhm. Und da immer wieder reinzugehen, in dieses Gefühl, verändert nämlich auch in der Paarsexualität ganz viel. Geil, Stiffelein, geil. Weißt, nämlich mal drauf zu kommen, wie geil diese Muschi ist und wie orgasmusfähig wir sind. Und dran zu glauben und zu sagen, ja, ich bin orgasmusfähig. Da geht es noch gar nicht darum, dass du ihn schon hast. Aber es dir zu erlauben, da hineinzugehen und deinem Körper zu vertrauen, dass der ganz genau weiß, wie er funktioniert. Er weiß es. Er weiß, wie du zum Orgasmus kommen kannst. Mhm. Darfst es nur zulassen. Bist du da? Gänsehaut pur. Geil. Also, und red's drüber. Mhm. Reden, reden, reden. Mhm. Und habt Spaß dran, drüber zu reden. Wie gesagt, das ist das Geilste, ich liebe es. Für mich ist das beste Vorspiel, mit ihm schon über den Sex zu reden. Mhm. Bin ich schon feucht, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Voll. Wirklich. Mhm, macht mich wuschig, es macht mich verrückt, da gehen die Gedanken ab, da fängt die Fantasie an. Wow. Und bei uns Frauen ist das so. Bei uns Frauen geht's nicht, uns ist das dann oft schon zu viel, dann wollen wir gar nicht mehr. Wenn es dann nur um dieses Bumsen geht. Dann verlieren wir die Freude dran. Weil für uns ist das Sex dieses Spielerische. Ja, genau. Ich denke auch zurück, was wir für wundervolle Antworten bekommen haben auf unseren Selbstbefriedigungspodcast, wie sich die Frauen selbst befriedigen. Danke nochmal dafür, dass ihr das mit uns geteilt habt. Eure wunder offenen so Geschichten. Ehrlich. Ne? Ja. Alles und ganz genau beschrieben haben, wie. Und mir ist genau eines bewusst geworden. Wir Frauen haben einfach eine unglaubliche Freude dran, uns mit unserem Körper zu spielen. Ganz genau. Ihn neugierig zu entdecken, lieb zu ihm zu sein, ihn zu verwöhnen, ihn fürsorglich zu behandeln. Mhm. Und das ist alles die Base. Und das ist genau das, warum wir auch so hinter dem Thema Sexualität stehen. Ja. Weil das Spaß machen darf, ja. Weil das Freude ja. involviert, weil das Fülle Weiblichkeit. Mitbringt. Weiblichkeit, so alles. Ist es. Ja. Das stärkt den Selbstwert. Ja. Und das hängt doch ganz viel zusammen, bitte. Weil, ganz wichtig, sehr oft Sexualität ist der Spiegel unseres Lebens. Mhm. Unsere Sexualität spiegelt, wie unser Leben ausschaut. Ob wir im guten Kontakt mit unserer ursprünglichen sexuellen Energie sind und mit mir uns selbst oder nicht, das spiegelt uns unsere Sexualität. Also das ist, alles hängt damit zusammen. Das ist nicht ein Stiefmütterchen-Teil, der da irgendwie nein, so ganz verkümmert auf der Seite liegt und ab und zu wieder halt hochgenommen und dann wieder weg. Das ist eigentlich eines der Säulen unseres Lebens. Ganz genau. Ist die Sexualität. Und nicht umsonst haben wir Frauen eine Klitoris. Mit 8000 Nervenenden. Und können multiple Orgasmen haben. Ja, und der Penis, die Eichel, hat nur 4000 Nervenenden. Und die Eichel ist wesentlich größer als der Kitzler. Mhm. Und auf diese mini, mini, mini kleinen Klitoris sitzen 8000 Nervenenden, die nur dazu da sind, um uns Lust, Geilheit und einen Orgasmus zu beschenken. Und deswegen ist die Erlaubnis so wichtig. Yep. Weil du kannst. Unbedingt. Weil du da mal dann, wenn du das dir erlaubst, ist ja dann wieder alles möglich. Ja. Das genau ist das Thema. Und dann fließt das ja auch wieder zu dir. Das ist ja genau das Thema. Genau, um das geht's. Puh. Ich hätte noch ein paar Tipps zusammengefasst. Ja, unbedingt. Hau mal rein. Ich glaube, das passt gut rein. Ja. Also, ich fange nochmal an. Also, wie wecken wir unser orgasmisches Potenzial? Mhm. Ich sag's nochmal. Glaub daran, dass du orgasmusfähig bist. Der Weg zum Orgasmus ist leicht. Sag dir immer wieder, ich bin orgasmusfähig. Ich habe einen wunderbaren Körper, der ganz genau weiß, wie er funktioniert. Ich habe eine wunderbare Klitoris, eine wunderbare Vagina und ich liebe meine Muschi. Erlaube dir einen Orgasmus. Erlaube dir deine Lebendigkeit, Sinnlichkeit, Ekstase. Komm in deinem Körper an. Fühl dich wohl in deinem Körper. Nimm dich an, deinen wunderbaren Körper. Nimm ihn wahr, ganz bewusst. Und spür auch deine Muschi komplett. Mhm. Heile deine Vagina. Damit meine ich auch die Dinge, wenn du das Gefühl hast, du hast da früher zu oft One-Night-Stands, was nicht gut für dich war, weil du das Gefühl hast, deine Seele hat ein paar Schnitte drinnen. Dann heile auch deine Vagina. Hol dir da auch Unterstützung, wenn du Unterstützung brauchst. Es gibt ganz, ganz, ganz wundervolle, auch psychotherapeutische Methoden und so weiter, um da ganz hineinzugehen, um das wieder zu heilen, um das gut zu machen. Dann ganz wichtig, entspanne dich, entdecke deine Fantasie. Was schenkt dir Lust? Auch im Alltag. Mhm. Wirklich, Lust kann kreiert werden. Es kann kreiert werden, lustvoll zu leben. Das ist ganz wichtig, es kommt nicht auf Schnipp. Das ist wichtig auch für uns Frauen zu wissen. Mhm. Wir Frauen glauben, wir haben keine Lust, wir haben keine Libido, weil einfach im Alltag sich das nicht ausgeht. Wir müssen uns dafür entscheiden, wir müssen sie erlauben, reinzulassen. Wir müssen ihr Platz geben auch.
Cooler Tipp ist auch vielleicht mal, sich mit einer Yoni-Massage auseinanderzusetzen. Mhm. Ganz besonders für die Frauen, die noch nie zum Orgasmus gekommen sind. Mhm. Auch ganz ein guter Tipp. Dann kümmere dich um deine Sexualität. Das hat die Lila schon gesagt. Mach auch deine Sexualität zur Priorität. Das ist nicht da im Verkümmerten, im Eckchen, im Keller unten, sondern hol das raus. Das ist eine wichtige Säule oder eine der wichtigsten Säulen deines Lebens. Praktiziere regelmäßig Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstannahme. Egal ob allein oder mit dem Partner. Übernimm Verantwortung für deine Sexualität. Lerne dich und deine ureigene sexuelle Energie kennen und ihr vertrauen. Du darfst deiner sexuellen Energie vertrauen. Mach dich mit deinen Berührungen vertraut. Und noch einmal, erforsche deinen Körper. Okay. Und ja, auch ganz besonders deinen Intimbereich. Und was braucht's dafür? Viel eigene Achtsamkeit. Ganz, ganz, ganz viel Selbstliebe. Heilarbeit, Liebesarbeit und auch Zeiten der Ruhe und des Rückzugs, würde ich sagen. So ist das mit dem Orgasmus. Mhm. Ja. Wir alle sind orgasmusfähig. Urgeil. Mhm. Nein, das taugt mir voll. Da waren heute wieder Sachen dabei. Ja, halt die Luft an. Da schnalle ich selber ab. Also ich muss wirklich sagen, bei mir arbeitet das jetzt auch gerade extrem nach, was du da gesagt hast, weil da waren wirklich orge Sachen dabei, die einfach angesprochen können wieder mal. Mhm. Und die Sichtweise einfach auch auf das Thema Sexualität einfach komplett ändern. Vor allem auf unsere weibliche Sexualität. Ja, Vollgas. Und das ist so wichtig. Ja. Ich kann es nicht oft genug betonen, weil ich selber einfach so zelebriert habe und was es wirklich für einen Unterschied macht. Ja. Wenn du einfach so richtig eintauchst in das, was für dich Sexualität ist. Und ich würde auch das gern als Aufgabe mitgeben am heutigen Tage, in der heutigen Folge, weil ich glaube, es ist einfach mal ganz essentiell, sich wirklich mit dem Thema Sexualität mal auseinanderzusetzen und einfach mal sich bewusst intuitiv aufzuschreiben, was bedeutet Sexualität für mich? Genau. Was ist da alles drinnen? Ja. Um da auch zum Orgasmus zu kommen in Wirklichkeit. Das ist ja auch essentiell. Viele wissen das ja gar nicht, was ist das genau? Entdecke mal dieses sexuelle Wesen in dir da. Voll. Mhm. Was bedeutet Sexualität? Ja, genau. Für dich in deinem Leben. Vollgas. Mhm. So machen wir das. Ja. Und schreibt uns das unbedingt. Unbedingt. Was da so hochkommt. Voll. Mhm. Alles darf hochkommen. Puh, starke Fragen. Stark. Sehr gut. Erst. Ich habe nicht viel zum tun gehabt heute. Das sind ja wahnsinnige Sachen rauskommen. Ich habe noch ein paar. Wie es immer bei uns ist. Eine lustige Abschlussfrage habe ich noch. Ja. In welcher Stellung kommst du am schnellsten? Gibt's das? Ja, der Seestern. Wieder im Seestern. Tadam. Der ganz entspannte, am Rücken liegende. Liebe es. Oder auch was, wenn man ganz, ganz, ganz genau da reingeht, eigentlich liebe ich es noch meinem Rücken liegend und meine Beine ein bisschen hoch. Das heißt, mein Becken ist ein bisschen hochgekippt. Ja. Und dann so in der Position. Ja, genau. Geil. Mit leicht gekippten, vorgekippten Becken. Mhm. Ja. Und auch einen Tipp habe ich noch. Wusstest du, was kommt? Ich habe es in deinen Augen gesehen. Das war noch ein wichtiger Tipp, nämlich auch. Ganz wichtig auch, die Beckenbodenmuskulatur zu trainieren, dass da Durchblutung reinkommt, hochziehen, loslassen, hochziehen, so Liftfahren, 1, 2, 3, hoch, 1, 2, 3, runter, 1, 2, 3, hoch, 1, 2, 3, runter, gell? Anhalten, wie beim Lulu, kurz zurückhalten, mit dem Lulu nicht so oft machen, das ist nicht gut, aber da kann man es mal probieren, ja, wie das funktioniert und immer wieder das Trainieren auch und auch beim Sex immer wieder so kontrahieren. Die Muschi, den Beckenboden so zusammenziehen. Das bringt noch mehr Durchblutung und die Orgasmen mit Ärger und wir sind noch leichter, kommen wieder durch zum Orgasmus. Geil. Das ist ein kleiner Sachtipp am Rande noch. Beckenboden kontrahieren. Da waren ein paar starke Sachtipps dabei heute. Wirklich. Ja, geil. Ja. Dankeschön für diese bullnockerte Ehrlichkeit wieder mal zu diesem Thema auch. Sehr gerne. Und ich bin urfroh, dass wir die Folge gemacht haben, weißt du das? Ich bin urfroh und ich finde es so geil, weil ich, wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber es wird wieder die volle Welle auslösen. Ich freue mich schon auf alle Nachrichten. Und ich freue mich auf alle Nachrichten. Wirklich, schickt uns alles bitte. Nichts zurückhalten. Alles her. Alle Fragen. Alle weiteren Themen. Ja. Weil ich weiß, wir haben ja schon einmal kurz nur angeschnitten, die Lustkurve. Das hat ja auch ganz viel ausgelöst. Dieses Thema, das ist ja ganz anders, als ich dachte. Und jetzt, heute sind wir noch mehr ins Detail reingegangen, deswegen wird das noch einmal geiler. Ja. Und ich bin so freu mich so auf die nächsten Fragen. Die Welt wird so beben, weil so ein Orgasmen da wieder komplett. Wir werden es spüren, weil es wird seismografisch sicher sichtbar sein nach unserem Podcast, wenn wir die Orgasmuswelle komplett
da wackelt es einmal gescheit durch. Wirklich. Also danke, 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 Herzlein, danke, für diese danke, wunderschönen danke. Erkenntnisse, die du auch mir persönlich heute das geschaffen hast. Also ich werde jetzt sicher auch richtig geil da nochmal eintauchen in das Thema und nochmal mehr aufmachen, mir auch nochmal mehr erlauben. Ja. Ja. Das ist einfach noch immer mein Thema und da werde ich dann noch einmal mehr reinfahren und das, ich weiß. Und probier diese Beckenbodenpumpe. Ja, ich bin schon die ganze Zeit. Vor allem auch bei der in der Geilheit. Das ist urarg. Das macht noch einmal echt noch mal was Ärger. Es bringt dich noch einmal in der Muschi noch mal eine ganze arge Energie hinein, nämlich. Voll. Mhm. Richtig auch, das geht auch beim Ficken. Ja. Richtig so zusammenziehen, pumpen. Beckenbodenpumpen dabei. So, pum, 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 pum. Ich werde das dann, soll ich das dazu sagen auch? Du kannst alles offen aussprechen. Ja? Ich hau mich ab. Also von Herzen cool. Danke. Ich sag danke, das war mega, ich liebe das. Ja, wirklich? Ich liebe das auch, wenn ich die zuschaue, nur allein bei dem Thema. Das ist immer so, ich kann mich da wirklich so, wow, sie ist so toll. Danke. Und sie hat so tolle Sachen zu sagen und das ist einfach süß. So wichtige Sachen. Und ich liebe schon allein einfach auch diese Erklärung mit der Seele und mit diesem... Ja, es ist so wichtig. Für uns Frauen ist das schon was anderes. Na, komplett wirklich? Was anderes. Wirklich? Und ich... Muss man wissen. Vollgas. Wir sind ein ganz ein heiliges Deswegen Ding. Deswegen ist das auch immer oft, gerade nach One-Night-Stands, schier. Wo du denkst, fucking shit, was habe ich da schon wieder gemacht? Ja, ja, und da rede ich von Vagina-Heilung. Genau, da geht es nicht nur darum, dass ich was gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht wirklich will, sondern dass da was drinnen war in mir, was ich gar nicht wirklich wollte. Genau so ist. Aber wir werden eh demnächst einmal so eine Folge Ich muss noch eins raushauen. Ja, bitte, hau raus. Es geht auch bitte, ganz wichtig für uns Frauen, auch abzuprüfen, in welcher Energie ist der Mann, mit dem wir schlafen. Ja, stimmt. Das Weil ist wenn der mit einem ganz, das ist ganz wichtig, das ist was Energetisches jetzt, ja, wenn der zum Beispiel einen scheiß Tag hat, total has und aufgeladen heimkommt, wirklich voll in dieser negativen Energie ist, und dann sich denkt, so, jetzt will ich bumsen. Und bumst, wir lieben uns ja, das geht ja dann nicht, ja, es geht ja um den lieben Partner, ja, aber der ist halt in der Energie, dann gilt es auch für uns Frauen, da Stopp zu sagen. Dann kann man ihm gerne einen runterholen oder sonstige Dinge und da ihm die Entladung schenken, aber nicht in uns hineinspritzen lassen, weil wir diese Energie in unseren Körper hineinbekommen. Das hat man auch schon mit der Hirnforschung und so weiter, gibt es ganz interessante Studien dazu, dass man das auch schon erforscht hat, was mit uns Frauen das macht. Das heißt, wir kriegen diese Energie dann über. Das heißt, der lädt unbewusst seine negative Energie von dem ganzen Tag, die er mitgeschleppt hat, in unserem Körper ab. Und wir haben es dann in uns. Es geht gar nicht nur um Samen, sondern es geht um die Energie, die er ablädt in uns. Also da auch ganz wichtig, wir Frauen dürfen viel stärker da auf uns hören. Und da auch sagen, hey, nein. Und wie gesagt, man kann ihm ja gerne auch liebevoll einen runterholen. Und das geht's nicht, dass ich meinen Mann dann nicht unterstütze oder sonstiges, ja, wenn er eine Entladung braucht. Aber ich muss nicht meinen Körper dafür hergeben. Absolut. Wenn ich merke, der ist gerade so auf 100.000. Weil ich hab's dann in mir. Ja, genau. Und krieg's dann nicht raus. Ja, urwichtig. Wollte ich noch kurz zum Abschluss sagen. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Also für alle, die bis zum Schluss zugehört haben. Danke. Das ist jetzt auch nochmal essentiell. Wichtigste das ist wirklich das Allerwichtigste. Nein, alles super wichtig. Danke, danke, danke an dich, du beste Interviewführerin mit den coolsten Fragen und alles. Nein, du mich da immer so schön anhimmelt dabei, das liebe ich so, wirklich. Wow. Ja, du schaust mich da auch so wirklich, oh ja, und da taugt es mir noch mehr. Nein, da kommt mir auch selber noch voll drinnen. Wir kommen tausend Fragen die ganze Zeit, ja. Einfach geil. Einfach im wahrsten Sinne des Wortes geil. Ja, ich glaube, es wird sicher irgendwann auch da eine Fortsetzung geben, weil ich hätte auch noch viel zum Sagen. Haben wir da. Also, das kriegen wir noch irgendwann. Wir gehen dann meine Squirten mal hinein und solche Sachen. Ja, da muss ich auch ein bisschen was erzählen. Ja, da haben wir noch ein paar. Ein paar Aufklärungsarbeit Fragen. Geleistet. Viel Aufklärungsarbeit Druck draußen. Runter und wirklich. Ein bisschen Normalität wieder in das Sex-Ding da hinein. Komplett. Ach Gott, das war ich schön. Ich würde noch gerne diese schöne Frau, die uns zuhört, in unsere Bereit für die wahre Liebe Facebook-Gruppe einladen. Ja, unbedingt. Das ist weil schön. Da ist auch so viel Weiblichkeit da drinnen. Einfach pure Weiblichkeit. Einfach zu uns kommen. Wir freuen uns riesig, weil wir werden immer größer. Ja. Und es ist urschön, das muss man auch mal festhalten, dass wir so viele neue, wundervolle Frauen in der Gruppe haben, die wirklich über den Podcast zu uns kommen. Das ist halt schon saugeil. Wirklich. Und wir sind so froh, dass dieses Medium gibt, weil da erreichen wir noch einmal mehr da. Und das sind einfach wir halten noch das gar nicht aus. Ja, wirklich. Das ist wirklich so geil. Jedes Mal. Also wir schicken uns das auch immer gegenseitig. Ja. Oh, lies das wieder, mal, lies das ja, mal. Ja, schau, oh Gott, schau mal da. Also wirklich danke, 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 danke dafür, dass wir so viel Liebe zurückbekommen. Absolut. So viel Wertschätzung zurückbekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles ausdrücken soll, aber das ist wirklich riesengroß. Voll. Auch wenn man oft hört, irgendwie über dieses Medium-Podcast, kriegt man es aber nicht zurück. Ich habe das Gefühl, wir kriegen mehr denn je zurück, Lila. Wir spüren so sehr diese Liebe und ganz Verbundenheit. Das ist sich noch einmal auf die nächste Ebene da mit unserer wunderschönsten Frau da. Voll. Da wirklich auf die nächste Ebene manifestiert oder wie soll ich das sagen, fixiert, ja, geankert. Voll. Also wir werden darauf geschossen quasi oft ja. mit in die nächste Runde. Ist echt arg. Ja.
Ja. Ja, wenn du Lust hast, wenn du dir denkst, du hättest gern unsere Unterstützung für deine inneren Prozesse, möchtest du das gerne mit uns gemeinsam anschauen, hängen wir den Link von unserem Online-Buchungstool, Termintool, auch unten rein, damit du kannst da jederzeit einfach kostenlos eine 20-Minuten-Durchbruch-Session mit uns buchen. Genau. Kostet nichts und wir können uns ganz genau anschauen, wo vielleicht bei dir das eine oder andere stille Schräubchen zu drehen ist und ob wir vielleicht gemeinsam da einen Schritt weitergehen. Also voll. Jederzeit, wenn du Lust hast. Und sonst sind wir einfach glücklich und dankbar, ja, oder? Total. Hätte ich gesagt, wirklich, dass wir drei da immer so schön sitzen können. Danke für dich, du wunderschönster Mensch, der da mit uns da immer ist, wirklich. Wir haben dich so lieb, ja, wirklich. Und sagen und jetzt uns nur noch. Bleibt nur mehr ein Abschied. Abschied. Ja, ein trauriger. Adieu, wir kommen wieder. Ade. Wir wissen nicht wann. Nein, nächste Woche. Nächste Woche. Also, ganz, ganz, ganz einen wunderschönen Tag und liebe Bussi Papa! Mua.